Essen. Drei Street-Soccer-Spieler von mehr als 3000. Für 4 Tage war Prora auf Rügen das Mekka von Fußball-Enthusiasten aus ganz Deutschland. Ein Turnier mit über 300 Teams. Die Sieger aus 42 Vorrunden und 8 Landesfinalturnieren. In Prora werden jetzt die Besten gekürt. Mit insgesamt 22.000 Teilnehmern feierte die Tour einen neuen Rekord. Die Sparkassen Fairplay Soccer Tour ist inzwischen einer der größten sportpädagogischen Ereignisse in der Bundesrepublik Deutschland. Darauf sind wir ein Stück weit stolz und deshalb unterstützen wir das sehr gerne, weil es nicht nur um Sport und Spiel, sondern auch um Fairplay geht. Gespielt wird auf Kleinfeldern, den sogenannten Soccer Courts. Jede Mannschaft hat 3 Spieler. Eine 4. Person kann jederzeit eingewechselt werden. Einen Torwart gibt es nicht. In ihrem Namen trägt die Tour ihre wohl wichtigste Botschaft: Fairplay. Neben dem sportlichen Ergebnis wird auch das Verhalten der Spieler gewertet, beispielsweise im Umgang mit einem Foul oder Handspiel. In Prora wird Fairplay gelehrt, gelernt und immer wieder geduldig vermittelt. Prora, das ist aber nicht nur Fußball, das sind auch Spaß und viele Workshops. Die Verbindung von Pädagogik und Sport ist das, was die Tour so einzigartig macht. In Prora können Kinder herausfinden, wie viel Kraft in ihnen steckt und wie man sie richtig einsetzt. Prämiert wird nicht der stärkste Schuss, sondern der mit der richtigen Dosierung. Die Tour vermittelt Werte und wendet sich gegen jede Form der Ausgrenzung und Diskriminierung. Eines unserer wesentlichen Anliegen als Deutsche Soccerliga ist es, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zu stärken, zu empowern, um ihren selbstbestimmten Lebensweg zu finden. Und da sind Bildungsimpulse ganz wesentlich. Prora war für 4 Tage nicht nur der größte Street-Soccer-Court Deutschlands, er war mit Sicherheit auch der schönste. Ein Bilderbuchstrand als perfekter Ausgleich zu den Anstrengungen auf dem Spielfeld. Und auch 2019 war Prora wieder international. Aus ganz Europa kamen hochkarätige Teams an die Ostsee. Ihr Ziel, ein Pokal beim Fairplay Street Soccer Invitational. Die Sieger dieses Wettbewerbes qualifizieren sich für die EM im nächsten Jahr. Hier in Prora treffen wir viele Menschen aus unterschiedlichen Nationen und Kulturen, die miteinander reden, sich kennenlernen und Fußball spielen. Wir als Mastercard wollen mit unserem Engagement ein Zeichen setzen für einen weltoffenen Umgang miteinander. Die Soccer-Tour, das Finale. Die Spieler, die es hierher geschafft haben, gehören zu den Besten von 20.000 Teilnehmern. Sie haben die Vorentscheide gewonnen und die Vorrunden überstanden. Die Arena wird zum Kessel der Emotionen. Die Spiele immer fair, immer sportlich. Manch Bundesliga-Profi könnte hier etwas lernen. Bei der Pokalübergabe dann großer Beifall für jeden der Sieger. Der Höhepunkt des Abends, die Saturday Night Champions Party. Noch einmal sind alle zusammengekommen, um sich und die Tour zu feiern. Mit einer beeindruckenden Bühnenshow, Musik und guter Laune. Die Sparkassen Fairplay Soccer Tour war auch in ihrem 19. Jahr eines der größten sportpädagogischen Ereignisse in Deutschland.
Rund um die Jugendherberge in Prora kamen Menschen zueinander, die nach den Regeln des Fairplay leidenschaftliche Street-Soccer-Spieler sind. Es konnten nicht alle gewinnen, aber ich bin mir sicher, es hat allen Spaß gemacht. Und nach der Sparkassen-Fairplay-Soccer-Tour ist vor der nächsten Tour. Wir sehen uns wieder nächstes Jahr in 2020.